Hallo, liebe Zuschauer, und beinahe schon Mahlzeit an dieser Stelle zum jetzigen JFD Live Trading TV am Mittag des 24. März. Und wir wollen uns den DAX anschauen, wie schon angekündigt, und haben hier zunächst erstmal wieder den Stundenchart in der Beschau und hier der Fahrplan des gestrigen Tages. Und ja, nahezu punktuell mit der heutigen Schwäche vom Morgen touchierte der Index das Niveau von 11.800 Punkten im Low bei der JFD 24-Stunden-Indikation hier 11.795 Punkte. Also hier punktuelle Landung auf dem 50er Retracement Level und dieser Horizontalunterstützung, die sich hier sehr, sehr schön herleiten lässt. Alternativ, und das wurde durchaus für möglich gehalten, wäre auch noch einmal ein Lauf an Richtung oder in Richtung 11.700 Punkte möglich gewesen. Den Gefallen tat uns der DAX als solches allerdings nicht, und insofern muss man damit leben, was sich praktisch hier aufzeigt. Grundsätzlich kann man aber sagen, der Index scheint hier nach wie vor motiviert, hier einen größeren Move nach oben zu vollziehen. Das hat bislang alles immer noch den Anschein, ja, ich will sagen, einer gewissen Konsolidierung auf hohem Niveau innerhalb dieses Abwärtstrendkanals, den wir ja hier auch sehen nach wie vor. Das heißt, der Index hat hier innerhalb des Stundenchartintervalls diese abwärts gerichtete Tendenz, die sich hier ja auf Tagesbasis fast schon in einer Art bullischen Flagge präsentiert. Und hier dürfte es für heute jetzt interessant werden, was der DAX eben nunmehr wiederum an diesem Widerstandscluster, an diesem Widerstandsbereich macht, der sich hier ja um 11.995 Punkte darstellt. Ein Stück weit drüber haben wir noch das 23er Level und die Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals hier auf der Oberseite. Das ist im Prinzip der Block, den es erstmal zu überwinden gilt. Und unlängst hatte der Index ja hier ja exakt eben an dieser Trendlinie, die mittlerweile schon eben drei Auflagepunkte hat, drei Bestätigungspunkte, hier ein Scheitern vollzogen. Und der DAX müsste jetzt hier dann eigentlich da oben oder darüber ausbrechen, um wirkliches Folgepotenzial zu generieren. Generell hier aktuell, und das tut sich so ein bisschen der Schein auf einer Range, haben wir hier unten den DAX bei 11.850, 11.800 Punkte sehr gut gesichert. Also hier sind die Käufer jedes Mal wieder bereit gewesen, den Index aufzufangen. Sollte es dabei bleiben, dass wir oberhalb dieses Levels bleiben, deutet sich dann in Kürze nunmehr doch schon ein Ausbruch auf der Oberseite an. Das unterstreicht auch, das hatten wir heute im Stream nicht dargestellt, aber ich zeige es Ihnen trotzdem, die Fuzzi-Vektor-Logik des heutigen Tages. Da sehen wir hier im Prinzip, dieser Rücksetzer vom Morgen wurde gar nicht einkalkuliert. Hier die Pattern zeigen im Prinzip eine weiterhin steile Tendenz gen Norden an. Das wird natürlich auch primär gestützt durch die starke Saisonalität, die voraussteht. Also hier rein saisonal der DAX ja mit deutlichem Rückenwind. Was es aber hier bedarf, um wirklich eben Kaufsignale zu generieren, ist hier ein signifikanter Ausbruch über 12.000 Schrägstrich hier über 12.025 Punkte. Dann hätten wir, beziehungsweise vielmehr der DAX, diesen Abwärtstrend überwunden, wäre dann hier auch am heutigen Tag über das Resistance Level 1 hinausgezogen, und das dürfte dann hier weiteres Potenzial mit sich bringen. Aktuell ist hier aber mehr oder weniger ein Seitwärtslauf zu erwarten. Heute am Nachmittag kommen hier wieder einige News aus den USA. Nicht zu verdenken, dass es dann hier zu einem Touch dieser oberen Trendlinie kommt. Alles Weitere ist mehr oder weniger aktuell Orakeln, denn ich könnte mir tendenziell vorstellen, dass der Index auch hier nochmal das Ganze ein Stück weit ausdehnt in Sachen Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau, um letztlich früher oder später auszubrechen. Es sollte nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen, der Ausbruch, dann haben wir gute Chancen, dass sich die Rallye fortsetzt. Je länger es natürlich hier im Abwärtstrendkanal seitwärts läuft, desto höher ist dann natürlich das Risiko, dass wir dann doch irgendwann nach unten wegbrechen, sozusagen der letzte Bulle das Handtuch nimmt und Reißaus nimmt. Das wäre dann hier aus aktueller Sicht unterhalb von 11.800 Punkten zu erwarten. Wenn der DAX unter dieses Level zurückfällt, dann haben wir die 11.7 auf der Pfanne, und dann wird es eben insbesondere mit Blick auf den Tageschart sehr, sehr interessant, denn unterhalb von 11.7 haben wir hier diesen Aufwärtstrend seit Februar gebrochen. Das wissen Sie, dann werden wir auch hier wieder deutlicher in diesen großen Aufwärtstrendkanal, also unter diese obere Trendlinie wieder eingetaucht, und das wäre technisch gesehen ein definitiv schlechtes Zeichen, denn wenn wir hier wieder eintauchen, dann würde sich hier, Sie sehen es am grauen Pfeil, ein erhebliches Abwärtspotenzial erschließen, was den DAX dann ja im Ausdehnungsfall locker bis 11.000 Punkte zurückführen dürfte. Was interessant ist an dieser Stelle, ist noch der Umstand, dass Euro-US-Dollar mehr oder weniger im Erholungsmodus läuft. Wir hatten das auch unlängst schon mehrfach dargestellt und auch hier auch schon mal die negative Korrelation aufgezeigt. Das heißt, in der
jüngsten letzten Zeit war es tatsächlich so, wenn DAX stieg, fiel Euro US-Dollar und umgekehrt. Und wenn Euro US-Dollar seine Erholung weiter fortsetzen sollte, dann würde dies tendenziell auch einen schwächeren DAX begünstigen. Aber soweit sind wir noch nicht. Hin oder her mit Korrelation. Der DAX ist hier oberhalb von 11.800 Punkten derzeit gut abgesichert. Sie sehen es am blauen Pfeil. Generell ist hier immer noch im Sinne der Saisonalität, im Sinne des Momentums, der Liquiditätsflutung der Märkte hier grundsätzlich ein weiterer Aufwärtslauf möglich. Und das Ganze läuft hier innerhalb dieser bullischen Flagge auf Tagesbasis gerade ab. Insofern hier noch kein Grund, das Handtuch zu werfen. Allerdings Obacht, unterhalb von 11.700 Punkten wird es brenzlig. Das muss man sehen. Also, liebe Zuschauer, dann sage ich erstmal danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Am Nachmittag gibt es dann zu den News wahrscheinlich nochmal den DAX-Schrägstrich, die US-Indizes und dann wollen wir mal sehen, was sich da hier auftut. Ich sage an dieser Stelle erstmal Mahlzeit, wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. In diesem Sinne, auf bald, Ihr Christian Kämmerer.